Der nächste Gründer sorgt mit besonderen Möbelstücken für Ordnung. Hallo, Damian. Hallo, Andreas. Was hast du für ein Produkt, das du anbietest? Ich habe motorisierte Möbel dabei, die per Knopfdruck auf- und abfahren. Aber sagen die Möbel den Löwen auch zu? Grüezi, liebe Leute. Ich bin Damian Bösch, 32 Jahre alt. Und ich brauche von Ihnen 50'000 Schweizer Franken und gebe Ihnen im Gegenzug 10% von meiner Firma ab. Vor 12 Jahren habe ich die 4-jährige Schreinerlehre abgeschlossen. Und 2015 habe ich die Firma Adora Design GmbH gegründet, die sich ausschließlich auf motorisierte Möbel spezialisiert. Motorisierte Möbel, denken Sie jetzt sicher, was das genau ist. Lassen Sie sich inspirieren und revolutionieren Sie mit mir die Möbelbranche. Das Sideboard kann als Bar, als Schuhmöbel oder als Bücherregal benutzt werden. Die ergonomische Höhe ermöglicht es jetzt allen Personen, an all ihre Utensilien herzukommen, inklusive der Rollstuhlfahrer. Unser Flaggschiff aber ist das motorisierte Fernsehmöbel. In dem können wir bis zu 80 Zoll Fernseher versenken. Das Möbel ist jetzt bis 65 Zoll. Wir haben hier zwei Standardmöbel, bis 55 Zoll und bis 65 Zoll. Also kleiner kann man immer tun. Die Front ist in Weiß gehalten und der Mantel ist frei wählbar, von beschichteten Platten über furnierte Platten bis zu Massivholz. Ich brauche einen Partner, der mir hilft, an den Kunden herzukommen und mich in den Grosshandel bringt mit den standardisierten Möbeln. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Jetzt bin ich offen für Ihre Fragen. Finde ich spannend und das sieht auch schön aus. Wie gross glauben Sie, ist der Markt für das? Wohl in der Schweiz jetzt zuerst? Ich würde sagen, wenn die Leute wissen, dass es gibt, dann würde ich sagen, ist der Markt sehr gross. Das ist nichts Neues. Also ich habe das vor 30 Jahren schon in St. Moritz und in Miami machen lassen, so versenkbare Fernseher. Neu ist nur, dass sie es standardisieren. Genau. Und das sieht man auch immer in den Luxushotels in Dubai oder so. Dann flippen die Leute fast aus, wenn sie den Knopf drücken können und der Fernseher geht rauf. Und das ist jetzt eigentlich wirklich das Ziel, um das am Normalbürger weiterzugeben. Mhm. Wie viel kosten die zwei Möbel? Das, so wie es hier steht, ist 5'000 Franken. Ohne Fernseher aber? Ohne Fernseher, ja. Aber mit Motor? Ja. Und das kleinere Möbel 55 Zoll sind wir bei 4'000 Franken. Und das hier sind wir bei 3'200 Franken. Und 1,60 Meter ist 3'000 Franken. Also Sie stellen das selber her, eigentlich? Ja, die Einzelanfertigung machen wir alle selber. Und jetzt das wäre wirklich so, dass wir das würden outsourcen. Ah, das würden Sie outsourcen? Genau. Nicht in der eigenen Schreinerei machen? Weil das, das übersteigt massiv unsere Kapazitäten. Ja. Wir sind eine kleine Firma. Ein Lehrling habe ich und ich. Und, ja, klar. Da machen wir nicht so viel machen. Aber das haben Sie schon länger im Verkauf? Jetzt, Standardmöbel noch gar nicht. Ah, das haben Sie? Das ist noch nicht drin, nein. Es sind bis jetzt immer nur Einzelanfertigungen gelaufen. Jetzt machen Sie das bisher allein, oder? Genau. Außer mit dem Lehrling. Ja. Wo sehen Sie Ihre Stärken bei dem ganzen Projekt und wo denken Sie, müssten Sie noch Unterstützung haben von einem Mitgründer oder einem Angestellten? Also momentan ist cool, so wie es abläuft mit den Einzelanfertigungen. Man bringt das Möbel und die Kunden, die haben so eine riesen Freude, wie sonst da schon viele andere Möbel gemacht. Und so Freude wie so etwas, wenn man das Knöpfe drücken kann, und man ist sogar noch dabei beim Planen. Kommt man sonst nicht zurück bei Möbeln, beim Einbauschrank oder so. Aber wenn natürlich das da auch wieder grösser wird mit Einzelanfertigungen, dann wird es wieder kritisch, wieder schwierig. Und dann halt ein Angestellter, ein Angestellter oder so. Auf was würden Sie sich konzentrieren? Auf den Vertrieb oder Organisation von der Produktion? Oder welchen Teil ist für Sie so Ihre Stärke? Ganz klar eigentlich das Interne, also die Produktion. Mhm. Ja. Dass ich auch mal zwischendurch noch ein Holz anlangen und so, das ist mir doch auch noch wichtig, weil ich mache es doch auch noch gerne. Ja. Okay.
Und ich merke das auch, dass ihr das Herz so da wirklich wie im Holz ist und so. Und ich glaube, es braucht dann jemanden, der auch wirklich das Betriebswirtschaftliche macht, den Verkauf. Das ist sehr wichtig. Eben, mir gefallen die Möbel sehr, aber ich bin für den Moment draußen. Okay, schade. Danke. Was würden Sie mit diesen 50'000 Franken machen, genau? 50'000 Franken ist eigentlich, das ist gut, dass wir hier sprechen, das ist eigentlich für den Anfang so ein Tropfen auf den heißen Stein. Also sowieso müsste noch Working Capital fließen, dass man wirklich etwas Gutes aufbauen kann, ein Lagerprogramm machen, plus noch etwas Werbung. Ja, das ist vielleicht noch gut, dass wir das noch erwähnt haben. Ich finde es wirklich ganz ein tolles Produkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mir gut vorstellen, dass so eins irgendwann bei mir daheim steht. Aber irgendwie der Case als Investor sehe ich da nicht. Ich werde Ihnen aber einen Termin organisieren beim Möbelpfister. Ich habe dort ja Beziehungen, weil ich dort im Verwaltungsrat bin. Ich glaube tatsächlich, das wäre eigentlich für Sie der perfekte Vertriebskanal. Aber es ist für mich zu wenig skalierbar, das Geschäft so. Und darum tut es mir leid, als Investor bin ich draußen. Okay, schade. Danke. Ich bin auch der Meinung, dass Sie eigentlich die 50'000 Franken, die Sie jetzt suchen, die müssten Sie bei den berühmten 3F bekommen. Family, Friends and Fools. Das ist Geld, das von so einer Idee eigentlich im Freundeskreis muss rum sein. Und ich glaube, ich habe das noch nie gesehen. Ich finde das super, so ein motorisiertes Sideboard. Ich würde mich übrigens auch als potenzieller Kunde sehen von so eins. Aber wenn es andere sehen, ist es nicht so schwierig, das nachher zu machen. Und darum bin ich zum jetzigen Zeitpunkt mit diesen 50'000 draussen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn Sie in 5 Monaten einen Schritt weiter sind und eben den Brand etabliert haben, bei 2, 3 guten Möbelhäusern gelistet sind, dass man dann einen Investment Case daraus machen kann, der dann ein bisschen grösserer Natur ist. Also ich für meine Seite bezweifle, dass der Brand in 5 Monaten etabliert sein kann. Weil Sie haben ja selber gesagt, wenn die Leute nicht wissen, dass das gibt, wie sollen sie es dann finden? Und darum geht es wirklich darum, das bekannt zu machen, und da braucht es wesentlich mehr Geld. Und darum bin ich in dieser Phase jetzt auch draus. Ja, also ich könnte Ihnen den folgenden Vorschlag machen. Ich gebe 150'000 Working Capital und zusätzlich gebe ich noch 30'000, wette dafür aber 40%. Franken, 40% und Working Capital 150'000. Ja, einfach, dass man es mal limitieren, dass Sie nicht das Gefühl haben, ich investiere so 3 Millionen. Nein, das ist keine Angst. Aber dass man sagt, man tut mal 150'000 bereitstellen, gibt sich ein Jahr Zeit und schaut, ob man kommt. Ja. Ja. Und dass man mit den Prozenten noch ein bisschen runterwürt, dass man da nicht noch etwas machen könnte, dass man irgendwie sagt, auf 25%. Ich meine, ich lasse Ihnen immer noch die Mehrheit, weil ich möchte eigentlich, dass Sie Motivation haben, oder, ja, sich da voll einzusetzen. Ja. Also ich denke, jetzt 40%, das wäre etwas, was ich mir vorstellen könnte. Okay. Ja. Das ist ein schwieriger Entscheid. Es ist schon bedeutend mehr, als ich natürlich gedacht habe. Aber es ist natürlich ein schönes Angebot. Sie können sich auch für 2 Minuten Zeit nehmen. Ja, gerne. Ja. Ich will gerne schnell. Ja. Ist Damian bereit, ganze 40% seiner Firmenanteile abzugeben? Eine schwere Entscheidung. Also, wir machen es. Super. Ist gut. Bravo. Danke vielmals. Ja, danke. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Damian hat sich für unsere Löwin Anja entschieden. Damian ist eine Kreative, hä? Eine harte Verhandlung. Harte Entscheidung. Ja, ist hart. Sehr hart. Ja. Ist
doch bedeutend viel mehr, als ich erwartet habe. Aber es ist eine riesige Chance, das packen wir mit ihr zusammen. Und jetzt gehen wir los.